konnte nie für Safran mein Eid. Ein schreine Empörung haltet durch unser Land, denn in Lübeck war ein schönes Asyl, einmal gebrannt und auch nur ohne einmal nach der Wahrheit zu fragen. Hat Hitlers Enkel wieder zugeschlagen. Die Presse und die Medien waren außer sich. Das ist Deutschlands wahre Fratze, das hässliche Gesicht. Für diese Volksverhetzer wärst du schön gewesen. Und die Lügen konnte man in jeder Zeitung lesen. In Lübeck aus dem Feuer im Asylheim. Auch hier sollten die Mörder böse Neonazis sein. Zehn Tote und ein Täter, der nicht aus Deutschland kam. Wenn die Zünden sind gestiftet, fragt gerne selber an. In Lübeck aus dem Feuer im Asylheim. Auch hier sollten die Mörder böse Neonazis sein. Zehn Tote und ein Täter, der nicht aus Deutschland kam. Wenn die Zünden sind gestiftet, fragt gerne selber an. Was noch keiner wusste, wie die Tat geschah, als man schon Tausende von Nacken auf der Straße sah. Gegen den Faschismus haben sie demonstriert, doch den Kampf voll in Italien und bestimmt nicht hier. Ein Bürgermeister heute wie ein kleines Kind, weil die Täter ja wohl alle nur Rassisten sind und auch aus Bonn mal wieder. Dasselbe zu hören, dass diese Nazi-Teufel alle in den Knast gehören. In Lübeck aus dem Feuer, in Asylheim.